GT. Schönes Auto. So, Achtung, die Dinge in dem Video hier, Kommentare von reinen Personen, la la la. La 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 la. Ist es Nima, Nima, Nima? Der Nima hier, ich guck mal nur ganz kurz, wer das ist. Oh, ja, doch, das ist einfach Nima. Krass, der ist immer noch am Start, Bro. Nima war schon bei einem, also ich kenne ihn aus dem Newcomer-Contest, da hat Manuelsen und Faith zusammen Judge gemacht auf einer Plattform, die hieß gangsters.com, ja, nee, way back, daher kommen wir. Und da hat Nima schon mitgemacht und hat schon sehr geilen Flow gehabt und sagen wir mal so, er galt als talentiert. Dann habe ich ihn 5 Jahre später gesehen oder 6 Jahre später oder so. Vielleicht sogar, ganz ehrlich, vielleicht sogar 8 Jahre später. Bei Rap Tags, wo ich noch moderiert oder Judge gemacht. Da kam der auch ganz schön weiter. Irgendwie, ne, untalentiert ist er nicht. Der war mal auch mit Fahrt unterwegs eine ganze Zeit lang. Ich glaube, als Backup oder sowas. Und ja, krass, Alter. Der ist immer irgendwie am Start. Ich glaube, zwischendurch hat er auch schon geheiratet. Aber eigentlich gedacht, der hat aufgehört. Ja, lass mal einen Song laufen. Ja, jetzt, das war nur zu dem, ja, Achtung, Video von Nima. Irgendwie, läuft der Chat bei dir? Nö. Mann, schlagst du mir, Mann? Soll ich dir die Presse treten, oder was? Das ist doch sowieso schon fremde Mike. Reicht das nicht, dass die Kanaken hier sind? Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Volksverräter! Leg dich hin in deine Kreuz und schlag. Ich bin hier geboren, doch sie können mir kein Zuhause aufwerten. Kommst du im Schweineschein zur Welt, bist du nicht auch gleich ein Ferkel? Dieser Spruch war nahezu der ekligste. Meine Faust juckt, doch warum sie bestätigen. Deswegen bete ich manchmal meine Stolz und Vergebung. Doch statt Knast sitz ich, mach ne Steuererklärung. Sechsstellig, doch wenn ich auf die Frage, was bist du? Sag, ich bin ein Deutscher, dann lachen sie. Bitch-Move. Ich glaub, dass du glaubst. Sorry, ich hör nochmal rein, sorry. Bete ich manchmal meine Stolz und Vergebung. Doch statt Knast sitz ich, mach ne Steuererklärung. Sechsstellig, doch wenn ich auf die Frage, was bist du? Sag, ich bin ein Deutscher, dann lachen sie. Bitch-Move. Ich glaub, dass du glaubst, kein Rassist zu sein. Du suchst nur die Schuld für dein Hartz-IV-Life. Müsst euch immer wichtig labern mit paar Parasiten, als ob wir sind mit dem, die sich nun ihr Sparschwein teilen. Ist das so Deutschland, hä? Ist das so Deutschland? Der Beat is king. Ist das so Deutschland? Fängt die deutsche Story heute nun erneut an. Ist das so Deutschland, hä? Ist das so Deutschland, Ist das so Deutschland? Gehört man mit der Optik etwa nicht den Volkern? Warum manchen jeder Schwarze entfällt als negativ? Heimlich in Gedanken. Man fällt denn negativ? Der soll sich in sein Lab verpissen. Warum kann man heute keine mehr mit Gas vergiften? Unzensierte, boshafte Zeiten für das Nicht-Privileg, als ein Weißer geboren zu sein. Hast nur aus Angst, dass wir den ihr Brot nehmen. Doch Deutschland schaut nur weg, als gäbe es hier kein Problem. Rechts, links, rechts, Krieg spaltet das Land eigentlich. Mensch ist Mensch, Zitate zu langweilig. Also gehen sie los auf Religion, Zuordnung je nach Bart ohne hellem Ton. Überlegen sich Stereotypen, während sie ehrenlos lügen. Sich jedes Ding vergnügen, jeder auf jeden hier wüten. Und die Spaltung perfekt, doch ist die Haltung nun versteckt, ha? Ist das so Deutschland, ha? Ist das so Deutschland, Ist das so Deutschland? Der Bio-Deutsche fragt, weshalb ich so gut Deutsch kann. Ist das so Deutschland, ha? Ist das so Deutschland? Hä? Ist das so Deutschland? Deutschland? Das sind nur Ausnahmen, ja, wie ein paar Flüchtlinge, die auch im TV waren. Ausarten, Frauen schlagen, aber etwas schockt mich noch mehr. Dass wir nicht so wie die sind, muss man trotzdem erklären. Musstet ihr es bei Hallo oder Hanau? Doch Verschwörungen waren dafür ganz laut. Hauptsache Meinung einfach konträr. Sagt, was ist für euch das Leben meinesgleichen noch wert? Nichts für Rassisten, getarntem Schein. Vermeintlicher Ausländer im Bekanntenkreis. Die sich rechten, sind dann auch erpassen. Fickt euch und eure lächerlichen Hauskanacken. Die finden eure Bananenpflücke Witze geil. Obwohl ihr nur Kamelreiten, ne Wüstennigger seid. Für sie Asylpack, schwarzhaariger Affe. Zu viele Beleidigungen hab ich mir gefallen gelassen. Ist das so Deutschland, hä? Ist das so Deutschland, Ist das so Deutschland, dass eure Ämter euch vielleicht enttäuscht hat? Ist das so Deutschland, hä? Ist das so Deutschland, Ist das so Deutschland, dann sagen, dass man falschen Gruß gefolgt hat. Wie sich
meine Haare sträuben, war schon NATO-Zeuge durch die Nazi-Keule. Wie Politiker sich Mühe geben, Hass zu zeugen. Was im Parlament geht, ist ein Armutszeugnis. Ich soll in mein Land, soll's mir nicht gefallen? Wohin bitte? Als Deutscher ab nach Malle. Heute finden alle Themen wack im Track. Nein, Dicker, das nennt sich echter Rap. Ja, Mann. Krass. Sehr, 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 sehr geil. Ja, sorry. Ja, warum hat das Dislikes? Wahrscheinlich von scheiß Nazi-Huren gesündigten Leuten. Stark. Natürlich stark, aber stark plus wichtig. Boah, ich kann natürlich kein Deutsch. Wichtig. Ich treffe mich übrigens die Tage mit Joni. Machen eine schöne Was-Los-Folge, weil er hat auch einen sehr, sehr, sehr geilen Song gemacht. Thematik Flüchtlinge und so. Echt, ja? Lesbos und so, ja, Mann. Ja, die Sache ist so, erstmal krass, niemand auf jeden Fall ganz gute Gene. Er sieht echt kein Millimeter gealtert aus. Ja, man kann halt ihn jetzt nicht so zu den Newcomern mitsehen. Er ist natürlich ein guter Rapper, ist keine Frage. Er ist erfahren, der war schon mit Fahrt auf Tour, alles. Aber ey, ganz kurz mal nur nebenbei, natürlich die Message und so weiter, top auch verpackt, wie er das auch verpackt und alles und so. Aber trotzdem noch ein guter Song, auch nicht nur Message und dann ist es eigentlich ein guter Song. Aber ich wollte noch nebenbei sagen, Nick Barrow hat hier den Beat wahrscheinlich gemacht. Ein übertrieben geiler Beat, auch wie die das mit der Hook gemacht haben, dass die Hook mit dem Synth irgendwie so sehr geil harmoniert. Da weiß man nicht, ob er sich angepasst hat an dem Synth oder der Producer so geil war, dass er die Vocals aus der Hook genommen hat und die synthetisiert hat. Wie man das in Spanien sagen würde. Synthesizer. Bevor... Ja, wieso höre ich nichts? Mann! Ich wollte ja ein paar Likes da lassen. Hier ist das so Deutschland. Natürlich wird das geliked. Rede nicht so. Ja. Ja, es ist halt in Deutschland so ganz schwer, mit solchen Themen kommt man natürlich immer auch nicht in den Fokus der Streamings und so. Oh, die sind schwanger, oder was? Ja, finde ich schön. 1. Januar, was haben wir jetzt? 10? Oh, das Kind müsste ja jetzt da sein. Cool, dann kommen wir ja pünktlich zum Gratulieren. Ewig nichts mehr von dem gehört. Das, kommt das von draußen gerade? LKW, ja. Musikvideo und Videodreh. Worum geht's da? Throwback Studio. Lan, was machst du da? Mann, ich will eine Schlägerei mit dir anfangen. Ja, komm doch. Nur ein Beat von ihm anhören? Wenn der Ton jetzt hier geht, irgendwie geht der Ton nicht. Irgendwie, wenn wir jetzt auf der Webseite Ton. Irgendwie geht auf der Webseite Ton nicht. Egal, scheiß drauf, ich zieh mir das später rein. Also, Nick Barrel. Nicht schlecht, Alter, ey. Nicht schlecht. Respekt, Alter, Respekt. Sowieso das Beste, was wir heute gehört haben. Wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Aber, give it a chance.